Wo der Maurus, Madeleine und der Onkel Tim endlich beim grossen Schneefeld ankommen, fängt es schon an einzudunkeln. Nebel steigt aus dem Tal und verhüllt ihre Sicht. Nur mühsam kommen die drei jetzt vorwärts. Es geht steil den Berg darauf und Madeleine ist schon sehr erschöpft. Der Maurus führt sie drum an der Hand. Weit und breit ist kein Weg mehr zu sehen. Und plötzlich ruft der Maurus: Onkel Tim, Madeleine, ein Wegzeichen, ein Fähnli, das sind meine Haselrouten. Wahrhaftig, so ist es. Hell leuchten die bunten Fähnli aus dem Dunkel. Sie zeigen den Wanderern den Weg. Und endlich kommen alle drei wohl auf und zum Umfallen müde, aber sonst eigentlich gut zu Weg in der Hütte an.